Hey Leute, Mario hier und willkommen zu einem weiteren Video zu Totally Accurate Battle Simulator. Ich habe ja schon mal vor ein paar Wochen ein Video gemacht, wo ich über neue Einheiten geredet habe, die zu 100% kommen werden. Und jetzt wurden nochmal neue Einheiten angekündigt. Und zwar wurde der Ninja-Meister angekündigt. Und der sieht einfach krass overpowered aus. Wie ich meine, hier im Video, da sind, ich glaube, 10 Einheiten oder so. Und der hält die alle alleine auf und stellt sich einfach mal, keine Ahnung, 10 von denen vor, die einfach die ganze Zeit Ninja-Schuriken rumwerfen. Und ich glaube, die eine ist einfach mega lustig und die macht mega Fun zum Spielen. Die ist vielleicht noch ein bisschen overpowered aktuell, aber ich glaube, wenn die ins Spiel kommt, ist sie einfach mega gut. Ich mag das einfach auch, wenn die so auf dem Rücken liegt und trotzdem noch schmeißt, ist einfach mega cool. Ich finde, die eine ist mega genial und ich hoffe, dass das Update bald rauskommt und dass die neue eine dazu kommt. Wie gesagt, ich habe schon spekuliert, dass das Update am 15. November rauskommen wird. Und weil am 15. November ist dann offiziell die Alpha draußen. Und wenn ihr die Alpha spielen wollt, dann müsst ihr euch ja nur bis zum 15. November anmelden. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht und drüber geredet. Und dann kriegt ihr bis zum 15. November höchstwahrscheinlich ein Key für das Spiel. Und was einige sich ja auch fragen ist, wie sieht das mit einem Multiplayer für das Spiel aus? Wie wird das aussehen? Und das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Und deswegen habe ich den Entwickler einfach mal angeschrieben, wie das aussehen wird, ob ein Multiplayer eventuell ins Spiel kommen wird. Und die Entwickler haben mir tatsächlich geantwortet, dass nicht direkt ein Multiplayer kommen wird, sondern es wird sowas Ähnliches wie ein Multiplayer kommen. Und zwar haben die Entwickler geschrieben, dass es so sein wird, dass man eine Formation erstellen kann und man kann mit der Formation quasi seine Freunde herausfordern. Quasi das, was wir jetzt schon machen, halt wo ich immer gegen eure Formation spiele, da könnt ihr mir dann aktiv im Spiel Formationen senden, gegen die ich spielen muss. Und dann muss ich das gar nicht mehr durch einen Kommentar lesen, okay, was habt ihr denn vorgeschlagen, sondern es wird einfach so sein, dass ihr eine Liste habt. So gehe ich zumindest davon aus. Und da sind dann zum Beispiel Vorschlag, zum Beispiel wenn ich jetzt was vorschlagen würde, wenn ihr einen Vorschlag Bardor, klickt ihr drauf, dann ist das dann meine Formation, gegen die ihr kämpfen müsst. Und ich finde, das ist einfach richtig cool als Idee, weil ich meine, aktiver Multiplayer wäre vielleicht auch ein bisschen komisch und einfach, das ist jetzt so ein bisschen wie bei Handyspielen. Das ist ja auch bei Handyspielen, dass man irgendwie seinen Freund herausfordern kann und das finde ich einfach cool. Ich finde, die ist richtig cool. Ich hoffe auch, dass die bald kommt, aber es wird wahrscheinlich noch dauern. Da arbeiten die aktuell noch nicht dran. Aber das ist einfach eine coole Idee. Dann könnt ihr mir theoretisch einfach dann über das Spiel direkt Vorschläge geben. Und das ist einfach generell eine ziemlich, ziemlich coole Sache, finde ich. Dann noch eine Sache, die höchstwahrscheinlich ins nächste Update, was am 15. November, glaube ich, rauskommen wird, dazu kommen wird, ist eine Ego-Perspektive. Es steht nicht dazu, wie man es benutzen kann, aber man kann anscheinend auf eine Einheit klicken und dann sieht man das Kampfgeschehen aus der Einheit. Das stelle ich mir mit den Streitwagen, wie es hier auch schon aussieht, richtig, richtig lustig vor. Und mit wem ich mir jetzt auch richtig lustig vorstellen würde, wäre ein Chicken Man Man. Weil dann bist du ja so eine riesige Einheit und du guckst auf die Einheiten runter und du stapfst auf die zu. Und dann stelle ich mir mega lustig vor, halt einfach mit einem Chicken Man das zu machen. Und das ist einfach eine richtig coole Idee, gerade mit Streitwagen sieht, glaube ich, richtig krass aus. Und ich hoffe aber einfach nur, dass das Update bald kommt, weil ich weiß nicht, ob ihr es schon merkt, aber ich struggle gerade momentan einfach dazu, Videos zu machen, weil ich schon so viele Videos zu dem Spiel gemacht habe. Und ich brauche einfach neue Inhalte, weil ich habe schon alles Mögliche gesehen wirklich im Spiel. Ich glaube, ich habe so viel Spielzeit wie kein anderer YouTuber zu dem Spiel. Das ist halt einfach so. Ich habe 30 Videos dazu. Ich glaube, Danny Dresden und Snelly Snells haben zusammen vielleicht 15 Videos zu diesem Spiel. Das ist einfach. Ich habe es viel gespielt, es macht halt auch wirklich Spaß, aber es muss halt ein Update kommen, damit es sich auch lohnt. Und ich hoffe einfach, dass dann ein Update kommt. Ich habe letztens nochmal einen Klon gespielt, aber ich habe die Aufnahme tatsächlich gelöscht. Ich habe ja auch Total Tank Simulator gespielt, was mir aber nicht so viel Spaß gemacht hat. Das werde ich nicht nochmal machen. Ich werde auch nochmal auf jeden Fall eine Community-Folge machen, wo ich gegen Informationen von euch spiele, weil da ist ja auch sehr viel kreativer Kram drin. Aber ich hoffe wirklich, dass nächste Woche dann das Update rauskommen wird. Und das ist dieses kleine Infovideo, was ich machen wollte zum Spiel. Ich dachte, ihr habt ein Recht darauf zu erfahren, was das Update ist zum Spiel, was kommen wird. Und ich hoffe, ihr fand es trotzdem interessant und wir sehen uns dann zum nächsten richtigen Video. Heute kommt oder kam schon, ich weiß nicht, wie ich das hochladen werde, heute kommt oder kam schon ein Video zu Ultimate Chicken Horse mit Sev, mit Detox, mit Schauerland, was ich sehr, sehr cool fand. Da könnt ihr auch mal reingucken, wenn ihr wollt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao.